Hallo, meine Damen und Herren, hier wieder bei Silicon Bread mit The Wild at Heart. Und wir sind hier stehen geblieben im Quirlsumpf. Hier suchen wir, glaube ich, den Papierflieger. Und wir haben uns ein bisschen hier umgeschaut, aber noch nicht ganz. Und wir machen mal ein bisschen weiter. Okay. Wir wollten ja erstmal. Okay, warte, Kirby. Hier nicht. Wir wollten uns mal dieses Rätsel anschauen. Falls das überhaupt ein Rätsel ist. Nein, es ist nichts. Vielleicht können meine Freunde hier was machen. Nein? Hier? Hier? Na gut. Hier ist nichts mehr. Da ist eine Katze. Kann ich die da runterschmeißen? Aber dann kriege ich sie wahrscheinlich nie wieder. Eine Bombe müssen wir mal bauen. Damit wir hier mal durchkommen. Hier geht es auch runter. Na gut, das hat gar nichts gebracht. Na gut, dann gehen wir mal weiter nach oben. Ach, es fehlt doch schon wieder einer. Wo ist er denn? Da oben. Warum? Warum bleibst du denn zurück? Komm, mein Freund, wir gehen jetzt weiter. Hier kommen wir gerade auch nicht durch. Hier vielleicht? Okay, okay. Ah, da ist so ein Teil. Hier haben wir schon mal den Weg freigemacht. Ja. Da nicht. Vielleicht diese Toilette. Okay. Was bringt uns die Toilette? Ah, es ist ein Gegenstand für unsere Leute. Und los. Kommt zum Teleporter damit. Gut macht ihr das. Gut macht ihr das. Ist nicht weit. Ist nicht weit. Schleppt das Klo. Schleppt das Klo. Komm, Kirby. Ich glaube, hier können wir nichts mehr tun. Hi. Und bringt es nach Hause. Sehr gut. Gehen wir doch mal gleich zurück und schauen. Wer ruft da an? Museumslieferung erhalten. Danke. Wenn du mich das nächste Mal im Hain besuchst, ist es bereit, ausgestellt zu werden. Im Haindepot ist noch Platz für mehr, also immer her mit den Relikten. Ah, okay. Das war fürs Museum, für den... Was war das? Der Wohnwagen? Da, noch einer. Da steht, Vorsicht, die Lo-Kleckse sind hier. Hier sind nicht freundlich gesinnt. Ja, was du nicht sagst. Hier ist gar keine freundlich gesinnt. Okay, ich höre komische Sachen. Oh ja! Oh Gott. Angriff! Okay, es ist, glaube ich, ein bisschen zu krass. Gegen zwei. Wir sollten gehen. Wartet, wartet. Okay. Oh. Jetzt hat er ein Häufchen gemacht. Oh, zurück. Zurück, Männer. Ah, ich habe einen verloren. Die kümmern sich um ihn. Die kümmern sich um ihn. Schwein gehabt. Nein, nicht ihr, nicht ihr. Die Feuerleute. Und, und.
drauf, hau drauf, hau drauf. Zögert, er macht nichts, er macht nichts. Ah, ich habe einen verloren. Ach, ich verliere immer mehr, Leute. Da war knapp. Jetzt habe ich zu viel auf einmal verloren. Jetzt verliere ich aber ordentlich. Das war's, jetzt muss ich all in gehen. Ah. Macht ihn fertig. Es muss das sein. Es muss jetzt sein. Jetzt habe ich. Ah. Jetzt habe ich ordentlich verloren. Und ich verliere noch mehr. Es muss jetzt sein. All in. Uiuiui. Das wert war hier. Ja, das haben wir schon mal öfters gehabt. Tja, ich kann zurückgehen und mir wieder neue machen. Das war es gar nicht wert. Ich muss mein Limit erhöhen. Aber wie erhöhe ich mein Limit? So. Schlüpfen lassen. Ich habe. Okay. So viel habe ich bald nicht mehr. 8 nehme ich davon. Und anscheinend 6 davon. So, zeig mir das Museum. Was für ein prachtvoller Tag. Das Heindepot hat neue Ausstellungsstücke dank dir und deinem Elfling-Team. Nimm diese Belohnung als ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Wow. Dein Ernst? Dein Ernst? Das finde ich an jedem Eck. Eisenkessel. Na hallo, möchtest du meine bescheidene Auswahl durchstöbern? Einkaufen. Falls du zufällig einen großen Kessel im tiefen Wald herumliegen siehst, kannst du ihn zum Hain schicken. An den zusätzlichen Platz nutzen, um mehr Ressourcen zu produzieren. Okay, Opfel. Ich brauche keinen Opfel. Da, das finde ich hier an jedem Eck. Der bringt mir nichts. Ein Wasserrad. Ich schau mal nach, was man hier braucht. Eine Seelenschale. Okay. Erhalte Zugang zu Elfling-Verbesserungen. Hier. Gesundheitsverbesserung, Geräteverbesserung, Taschenverbesserung. Auch das Wasserrad. Okay, das suchen wir dann mal alles. Weil es kann ja nicht sein, dass ich hier. Und was bringt das hier mir? Erweitere das Inventar, Ressourcenverkauf, neue Bestände freizuschalten. Okay, also, ich brauche diese Muschel. Okay, vielleicht finden wir sie ja. Aber ich habe sie nirgendwo gesehen, beziehungsweise, naja, sind wir mal ehrlich. Ich habe nie so richtig drauf geachtet. Also, Wasserrad und Muschel. Ach Mist. Eine Bombe wollte ich doch bauen. Na gut. Schauen wir beim nächsten Mal. Jetzt habe ich mein Inventar nicht geleert. Doch, habe ich. Da komme ich nicht durch. Da ist wieder so ein Papierflieger und eine Katze da oben. Da steht, wer seid ihr zwei? Wie seid ihr hierher gekommen? Sprecht laut, ich kann euch hören. Ich bin Kirby, das ist Wake. Wir sind hier, weil jemand namens Graumandel uns geschickt hat.
Sehr erfreut, wie geht's dem alten Kauz? Gut, glaube ich. Wo bist du? Wie machst du das? Erste Antwort, ein Stück weiter. Zweite Antwort, mit Magie. Okay. Okay. Wow, Magie. Naja. Du warst das. Ohohoho. Du schreibst etwas? Okay. Da steht, mein Name ist Papierpilot. Ja, das ergibt Sinn. Ich fürchte, ich habe meine Stimme verloren. Tut mir leid. Das braucht es nicht. Ich finde das hier total cool. Das freut mich. Was kann ich für dich tun? Graumantel schickt mich, vermutlich. Das rede ich genauso wie er. Deine Talente werden im Hain vermisst. Verstanden. Er schickt dich? Ja, wir sind neue Grünschilde. Schau an, was für ein Glück. Zwei neue Grünschilde auf einmal. Wie herrlich. Danke. Nun gut, ich gehe zurück zum Hain, aber ich fürchte, ich habe keine guten Nachrichten zu überbringen. Ja, das hat gefühlt jetzt niemand gehabt. Das war der letzte. Wir können zurück zum Hain. Hast du eine Ahnung, wie es weitergeht? Nicht wirklich. Aber Graumantel hat sicher einen Plan. Meiner Erfahrung nach funktionieren die Pläne von Erwachsenen nie so, wie man es sich wünscht. Aber wir haben wohl keine andere Wahl. Nun gut, zurück zum Hain. Noch nicht, wartet doch. Erstmal hier chillen. Schauen wir uns um, da geht's irgendwo hin. Da würde es irgendwo hingehen. Da ist jemand. Oh, schaut ihn aber an. Wie traurig. Da liegen ein paar neue. Aha. Wir müssen dahin. Das ist so traurig. Mist, wie kommen wir darüber? Da könnten wir hoch. Ah, war ich da schon? Ja. Da wird's versperrt. Schade. Er schaut so traurig. Eine Katze. So. Was auch immer, wohin das bringt. Okay. Wo sind wir jetzt hier überhaupt? Ah, hier sind wir. Da kommst du nicht hin. Eine Abkürzung. So. Kommt, meine Freunde. Haben wir jetzt jeden dabei? Ja. Okay, hier geht's auch runter. Hier geht's. Ah. Macht's kaputt. Ja, sehr gut. Hier geht's durch. Oh Gott, das war ein Fehler. Oh Gott, und. Ah, die haben mich noch erwischt. Die miesen Schweine. Warte, wir schmeißen sie von hier runter. Angriff! Angriff! Okay, es ist schon vorbei. Okay, das führt mich wieder hoch. Ah, das ist ein Kessel. Das war doch der Kessel, den er wollte, oder? Oh Gott, es ist dunkel. Wir müssen hier weg. Macht das kaputt, aber schnell. Gut gemacht. Oh, ein Fake. Ein richtiger Fake. Oh Gott, macht's ihn kaputt. So ein Schwein aber auch. Ja, haben wir schon kapiert, diese Herzwurzel. 15. Okay, warte. Ich muss das hier mal kurz. Irgendwo hin? Nein. Er ist da. Sie sind da. Mach den Weg frei, bitte. Danke. Wo bin ich hier? Da ist der Hain, aber da hinten ist was.
Sterne sind anscheinend immer was zum Schleppen. Und ich habe hier nichts. Da ist ein Stern. Okay, dann gehen wir da gleich mal hin. Da unten ist auch ein Fels. Wie viel? Genau, 75. Er ist da, er ist da, er ist da. Wir müssen hier weg. Oh Gott. Da drüben ist ein Lager. Kollege. Das ist eine Falle, das ist eine Falle. Ah. Na dahin. Oh, das war's. Du, du, du. Ciao, ciao. Sind das jetzt zwei? Ist das dein Ernst? Ist das dein richtiger Ernst? Ah, ins Lager, ins Lager. Ah, ich habe einen verloren, ich habe einen verloren. Schlüpfen lassen, ich brauche einen. Komm zurück, komm ins Lager. Junge. Oh. So, 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 so. Die Frage ist, wenn ich jetzt schlafen gehe, werde ich auch geheilt? Das hoffe ich doch. Huch. Ah, ich vermisse richtiges Essen. Ja, für einen Burgerdilla von Bronchos Imbiss würde ich alles geben. Ich sagte richtiges Essen. Das ist doch richtiges Essen. Also gut, was würdest du essen, wenn du könntest? Scharfe Tempeh, Tacos und Grünkohl, Küchlein aus Omas Bäckerei. Wenigstens müssen wir uns keinen Kopf um das Teilen machen. Damit wollte er sagen, behalt dein Zeug. So. Nein, nicht schlüpfen lassen. Brauche nicht. Ich brauche alle hier. Ja, damit. So, wir gehen jetzt da schnell wieder zurück, aber erstmal hier. Oh. Abkürzung, sehr gut. Oh, ich brauche hier wieder Zeug. Wir gehen die Leute aus. Du, 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 her damit. Und die Punkte brauche ich auch. So, wir holen uns jetzt den Kessel. Und da hinten den Stern, was auch immer der gebracht hat. Aufsteigen. Los geht's. Wo ist der Teleporter? Der Teleporter ist... Boah, da hoch. Ja, es kann was werden. Okay, da oben ist nichts mehr. Ach, Wake. Was stehst du mir im Weg? Wir sammeln derweil hier ein. Sehr gut, meine Leute, sehr gut. Ach, das sind wir doch schon, passt doch. Sehr gut. Ahoi, wir haben soeben Krenes verlorenen Eisenkessel erhalten. Eine wunderbare und erfreuliche Nachricht. Wenn es dir möglich ist, kehre zum Hain zurück, damit wir mit Reparaturen an unseren Anlagen beginnen können. Mach ich gleich, Chef. Ich muss also immer mehr aufpassen, dass da irgendwo so ein Stern ist, den ich mitnehmen kann. Das heißt, ich gehe jetzt dahin. Mal schauen, was uns da erwartet. Das nehmen wir alles mit. Alles mitnehmen. Oh, Schleim, okay. Mach den kaputt.
Oh, ich dachte, jetzt habe ich einen verloren. 35. Angriff! Sehr gut, Männer. So, hier unten links, oder was? Wie viel brauche ich hier? 5. Ah, da ist die Muschel. Ah, da ist die Muschel. Sehr gut. Sehr gut. Das ist kaputt. Gut gemacht, Männer. Geht's da weiter? Ja, da ist ein Schwert. Ja, nimmt es. Ah, kommt ins Museum wahrscheinlich, oder? So, viel Zeug hier. Her damit, her damit, her damit. Ja, ich weiß, diese Herzding. Okay. Du hast noch was in der Hand, Junge. Was fallen? Haben Sie da Teekessel? Ah, für ihn. Ah, fürs Museum. Lauft, meine Herren. Wie viel brauche ich hier? Bitte nicht 20 hoch. Und noch einer. Los. Du bist der Anführer, Rosa. Sehr gut, sehr gut. Dann kehren wir doch gleich mal zurück und schauen, was uns da alles gebracht worden ist. Ein Wasserrad, Wasserrad. Wo finde ich ein Wasserrad? Ich schau dann mal später nochmal. So weit war ich noch gar nicht irgendwo. Lauft, meine Elflinge, lauft! Sehr gut. Wer ruft an? Museumslieferung erhalten. Danke. Wenn du dich das nächste Mal im Heim besuchst, ist es bereit, ausgestellt zu werden. Ist noch Platz für mehr. Ich weiß doch. Alles rüber, alles rüber, alles rüber. So, wo ist die andere Gang? Hier. Yeah. Sehr gut. Können wir die jetzt verbessern? Ja, bin ich dabei. Wie sie laufen, so eine Welle. Sehr gut. Und wer ruft an? Ahoi, wir haben soeben die Seelenschale erhalten. Eine wunderbare Nachricht. Wenn es dir möglich ist, kehre zum Hain zurück. Ja, bin dabei. Das brauchst du mir nicht zweimal sagen, ich muss da eh zurück. Beziehungsweise ich wollte doch da oben noch, warte. Ach, egal. Vielleicht führt uns der Weg da nochmal vorbei. Aber wir haben schon mal alle hier zusammen. Oh nein! Story, ich wollte doch hier noch was machen. Ihr wollt mir also sagen, dass es keinem von euch gelungen ist, die Artefakte zu bergen? Die Artefakte, die ihr beschützen solltet, alle drei sind noch immer verschollen? Und wann genau wollt ihr mich darüber informieren? Ich war noch dabei, zu versuchen, sie zu bergen. Wo habt ihr sie verloren? Wir wissen es nicht, irgendwo tief im Wald. Offenbar hat unser alter Bekannter sie sich geschnappt. Das ist nicht wirklich er. Du weißt schon, was ich meine. Oh, wer ist er? Der kann nicht sprechen. Ah, da steht Entschuldigung. Hör zu, das Nimmer ist ungemein stark geworden. Wir haben sogar schon ein paar Nimmergucker gesehen. Sie waren tagsüber im Schatten von Bäumen versteckt und haben uns beobachtet. Wahrscheinlich, weil er alle drei Artefakte besitzt, die helfen sollen, das Nimmer einzudämmen. Kein Wunder, dass die Grünhexe solche Schwierigkeiten hatte. Entschuldigt die Unterbrechung. Ihr erwähnt ständig jemanden wen? Schrottchen, bitte richte alles für sie ein. Sehr wohl.
Das beantwortet nicht meine Frage, aber okay. Bitte entschuldigt für mein Benehmen vorhin. Was hat es mit diesen Artefakten auf sich und dass jemand sie genommen hat? Ja, also die Grünhexe, bevor sie verschied, erschuf sie drei Schlüssel. Es waren zum Teil recht gewöhnliche Gegenstände. Sie verband sie magisch mit dem Siegel, das in Umbral Lethea das Nimmer gefangen hält. Umbral, was? Es ist schwer zu erklären, das Nimmer, es kommt von irgendwo anders her, es existiert auf einer anderen Ebene vermutlich. Umbral Lethea ist der Ort, an dem das Nimmer jetzt liegt. Und es gibt ein Zugangstor, auch wenn dieses versiegelt ist. Es ist ein dunkler Ort. Nur einer von uns hat sich je dorthin gewagt und, naja, ist nie zurückgekehrt. Dafür aber etwas, das einen Körper trug. Sein Name war Großtasch und er war ein hervorragender Grünschild. Und er war unser Freund. Großtasch, Großtasch. Moment, Moment. Ah, warte. War es nicht der, der das Buch geschrieben hat? Nun hat das Nimmer ihn. Es benutzt ihn, um sich tagsüber zu bewegen und unsere Arbeit zunichte zu machen. Er hat die Artefakte genommen, er spaziert manchmal durch diese Wälder, sogar bei Tageslicht und verhöhnt uns. Also, was Meisterin Kirby hier betrifft, falls Platzmangel herrscht, kann sie meinen übernehmen. Natürlich nicht, wir haben reichlich Platz. Sagen wir so, ein weiteres Kind, verkompliziert die Angelegenheit. Ich stehe direkt hier. Belastet eure Gedanken nicht länger damit, junge Meister. Wir sollten uns alle für den Abend zurückziehen. Morgen gibt es viel zu tun. Junge Dame, mach es dir bequem. Du bist herzlich willkommen. Okay, aber wir schauen uns jetzt hier erstmal um. Was ist es denn ernst? Wo ist mein... Ich habe doch schon wieder einen verloren. Wo ist er denn? Ist es dein Ernst? Ich habe ihn verloren. Ah, toll. So, hier brauche ich noch die Wassermühle. Und du? Zeig. Was für ein prachtvoller Tag. Nimm diese Belohnung. Ja. Was sind das für Belohnungen hier? Du? Nichts. Dum, dum, dum. Hier, bauen. Sehr gut. Geschafft. Was kann ich jetzt hier machen? Ah, hier kann ich die Dinge einkaufen. Erweitere die Klause, indem du die 11 Link-Kapazität um 5 erhöhst. Ja, natürlich. Nochmal um 5. Bin dabei. Nochmal um 5. Bin dabei. Und jetzt nicht mehr. So. Jetzt. Also. Wir machen hier alle. Okay, jetzt wird's teuer, aber. So viel habe ich nicht mehr. Jetzt war ich ein bisschen gierig. Wie zu viele. Hä? 35 habe ich doch. Ah, ich muss die Untätigen entlassen. Ja, es tut mir leid. Ach. So. Sehr gut. Oh, jetzt habe ich eine Armee. So. Und hier. Eisenkessel. Anscheinend brauche ich jetzt nur noch das Wasserrad. Das war doch sehr ergiebig. Einkaufen. Ich habe ein paar neue Dinge, okay. Wenn du mir etwas Neues verkaufst, kann ich es bestellen und habe es fortan auf Lager. Klasse. Ja, ich helfe auf jeden Fall. Sag mal, kurze Frage, wer hilft dir bei den Bestellungen hier draußen? Ich habe Beziehungen. Okay, also ich kann auch Sachen verkaufen, dann hat das immer. Das heißt... Flasche und lose Teile habe ich. Ich verkaufe mal die anderen. Also eine B. Einmal das. Flasche hat er schon. Das.
Oh, das verkaufe ich nicht. Das könnte ich verkaufen. Das verkaufe ich auch nicht. Ah, jetzt. Sehr gut, sehr gut. Da liegt was. Schauen wir uns später mal an. So. Mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Mir fehlt noch das Wasserrad. Gesundheitsverbesserungen, okay. Ich könnte vielleicht mal... Ich kann mir nicht vorstellen, wo irgendwas ist, aber ich könnte mal nochmal... Wir sollten für heute gut sein lassen. Na gut. Diese Grotte wollte ich nochmal schauen. Wir sind wieder im Traum. Hallo? Daddy? Es ist schwierig, weißt du? Da steht er wieder, der andere. Seht ihr ihn? Es ist der? Großtasch? Weißt du? Es fällt mir schwer, dich auch nur anzusehen. Du erinnerst mich so sehr an sie. Wake, wo bist du hin? Da! Wer ist das? Da oben. Es muss immer irgendeinen geben, der mir das Leben schwer macht. Und ich will zu diesem komischen Bären oder was es war. Der sah so traurig aus. Wake, Kirby, guten Morgen. Ich werde keine Zeit verlieren. Wir haben viel zu tun. Vermutlich. Ich vermute, ihr wisst bereits, worum ich euch bitten werde. Klar. Natürlich. Was denn sonst? Ja, wir müssen die verschollenen Artefakte finden. Gut, um den Weg zu weisen, werden diese Orte auf der Karte markiert sein. Vermutlich. Der Tiefenwald ist riesig und furchterregend. Viele seltsame und uralte Wesen hausen in seinen schauerlichen Ecken. Aber keine Bange. Alle Grünschilder im Hain werden dir zur Seite stehen. Es gibt keinen besseren Schmied und Tüftler in allen Landen. Ob magisch oder nicht. Als meinen lieben Freund Schrottchen. Nutze seinen Wissensschatz zu deinem Vorteil. Ich glaube, er könnte auch Hilfe bei der Restaurierung seines berühmten Depots brauchen. Ich helfe doch schon. Ich habe nie eine grimmigere Jägerin getroffen als unsere Freundin Sanstochina. Vermutlich. Und sie hat vielleicht ein paar zusätzliche Aufgaben, falls euch der Sinn nach Abenteuer entsteht. Die Zwillinge, nun, wir werden sicher eine Beschäftigung für sie finden. Grenest ist eine hervorragende Alchemistin und Lieferantin vieler nützlicher Dinge. Ihr Laden wird auf deiner Reise sicherlich von großem Nutzen sein. Er mag zwar nicht sprechen, aber wortkarg ist er nicht. Wer nach neuen oder aktualisierten Karten des Tiefenwalds sucht, für den ist Papierpilot sicher der kompetenteste Ansprechpartner. Okay. Und Kitty, naja, wir lassen sie sich zumeist um ihre Katzen kümmern. Das tut sie schon sehr lange. Wenn ihr allerdings streunende Katzen von ihr im Wald findet, wird sie euch vielleicht belohnen. Wake, Kirby, zieht nun los und beschafft die verschollenen Artefakte mit dem Segen von uns allen. Wir werden das nimmer erneut versiegeln und diesen Albtraum beenden. Ja, Herr, also bist du bereit? Ich wurde bereit geboren. Genial, guter Spruch. Gefällt mir. Aber du, zeig mir mal die Karten. Junge Meister, sehr schön, euch gesund und munter zu sehen. Karten. Wie ich sehe, begutachtest du meine Karten. Bist du etwa ebenfalls ein Kartograf? Eher nicht. Ich muss gestehen, ich bin selbst noch ein Anfänger, aber ich finde das Hobby sehr lohnenswert. Leider ist hier in letzter Zeit so viel los, dass ich bei meinen Recherchen ein wenig zerstreut bin. Aber ich möchte dich nicht langweilen. Bitte entschuldige das Geschwafel eines alten Mannes. Wichtig ist Folgendes. Wenn du nach der Erkundung neuer Gebiete zu mir zurückkehrst, kann ich neue Karten entwerfen. Mit den Scouting-Daten, die du mir zur Verfügung stellst, sollte es ein einfaches Unterfangen sein. Ich bitte nur um eine kleine Spende als Vergütung für verbrauchte Tinten. Wie auch immer, ich habe lange genug geredet. Stöbere ruhig in meinen aktuellen Angeboten und viel Spaß beim Kartieren. Ah, was haben wir hier? Das Unterholz. Ah, ich könnte mir alle kaufen. Unterholz, mittlerer, sondern gut. Ach, was, ich kaufe jetzt alle. Ich hab doch... So.
kostet mich das? Ja, wie baue ich denn eine Bombe, ey? Rezepte. Ich habe keine Rezepte. Das, das. Nichts. Okay. Das. Unbekannter Gegenstand. Behelfsmäßige Fackel. Okay, von Verwendung. Lass sie fallen, um einen Pfad anzuzeigen oder eine kleine Pause von der Dunkelheit zu bekommen. Den kreativen Entdecker bietet sie zahllose Möglichkeiten. Okay, das. Na gut, das haben wir schon. Das. Und das. Nee, das macht auch die Fackel. Das. Und das. Unbekannter Gegenstand. Ein Muss für alle, die sich nach Einbruch der Dunkelheit in den tiefen Wald wagen. Ach komm, nehmen wir. Nachtlicht. Das. 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 Nein, es ist die Fackel. Flasche haben wir schon. Befestigtlosen Schrott. Sparschwein. Durch Schläge oder Ohnmacht verlieren. Aha. Interessant. Ein flüchtiges Gebräu. Ein Hauch von Earl Grey. Kesselbombe. Ah. Aha. Ich habe eine Bombe. Und es ist wahrscheinlich Arschteuer. Alles hier. Drei Stück. Ah. Komm, wir stellen nochmal her. Hinzufügen. So. Ach komm, war zu schön, war gleich normal. So. Jetzt sind wir gerüstet. Okay. Hier brauchen wir. Ah, wir haben jetzt alles gekauft. Was haben wir hier? Das sind die Artefakte anscheinend. Okay. Uiuiui, es ist ein weiter Weg. Hier. Okay, vielleicht muss ich es erst finden. Ich glaube nicht, dass es schon markiert ist. Da war ich anscheinend noch nicht. Okay. Das ist jetzt die Frage. Da ist was? Was ist das? Ah, hier war das Klo, hier war was anderes. Hier ist auch was. Ah, hier ist was. Okay. Wir gehen jetzt mal hier hin, dann da links. Aber anscheinend, okay. Quirlsumpf, und los geht's. Quirlsumpf. Hier hin. Ich will bloß das Wasserrad haben. Da bin ich wieder weg. Dann halte ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr aus. So. Nach oben links. Okay. So, ach, ich glaube, da war ich schon. Dann ging es doch, glaube ich, nicht weiter, oder? Ja, das war doch das da hier. Wenn ich durchgehe. Autsch, ja. Ach, okay, das ist der Stein. Na gut. Wenn wir schon mal hier sind, kann ich da unten mal die Bombe benutzen. Beziehungsweise hier mal hingehen. Hier bin ich doch richtig, oder? Mist, ich habe niemanden mitgenommen. Schnell zurück. Ich muss noch welche mitnehmen. Völlig vergessen. Also ich brauche jetzt viele dieser Seelenkugeln, damit ich mir eine schöne Armee aufbauen kann. So, alle mitnehmen. Schön gleich viel. Oder so. Haha,
Jetzt habe ich eine Armee. Oh Gott. Das darf ich bloß nicht verschwenderisch damit umgehen. Okay. Ich glaube, hier oben geht es weiter. Okay, gehen wir mal hier hin. Ah, jetzt habe ich 35. Jetzt kann ich ein paar Steine bewegen. Aber welche waren das nochmal? So. Wo sind wir hier? Da hoch. Waren das 35? Ja. Völlig daneben geworfen. Alle. Los. Ihr stirbt mir jetzt hier weg. Ein Lager. Das ist doch schön. Aber habe ich... Ich habe doch gekauft. Wieso sehe ich jetzt hier so wenig? Oder habe ich die nicht gekauft, die Kristallfallkiste? Na gut. Anscheinend nicht. Das heißt... Für was habe ich das dann gekauft hier? Oh nein. Das war ein Witz. So. Okay. 16 Holz. Was ist das? So. Macht das kaputt. Was bist du für ein elegantes Ding? Hallo? Schluck, ich meine. Stopp! Ihr riecht köstlich. Glänzend und elektrisch. Kommt näher, seid nicht schüchtern. Ja, genau. Hallo? Mein Name ist Way. Ich bin Carf. Sag mal, was ist das für ein entzückendes Gerät auf deinem Rücken? Es ist wunderbar. Oh, dieses alte Ding, das ist nur mein Gastbuster. Gastbuster, ha. Und du? Du hast die Laterne der Grünhexe. Welche seltsame Gäste ich heute habe. Nun gut, überlasst mir das Gerät und ihr kommt mit dem Leben davon. Du willst meinen Gastbuster? Ich habe nichts mehr gegessen seit... Du willst ihn essen? Natürlich, was soll ich sonst damit machen? Ich kann ihn dir nicht überlassen. Sehr unklug. Moment, vielleicht können wir etwas anderes. Oh, das halte ich für höchst unwahrscheinlich, kleine Hexe. Warum hustest du? Geht es dir gut? Ich fürchte, ich habe etwas Verfluchtes gegessen. Oh, schlechte Nachricht. Ich weiß, dass ich etwas Verfluchtes gegessen habe. Und dieses chaotische Wetter. Ihr werdet feststellen, dass das mein Werk ist. Moment mal. Du bist die Ursache für den Sturm und die ganzen Überschwemmungen? Ich tue das nicht vorsätzlich. Das Phantom kam und trug einen neuen Körper, trug einen eurer Körper. Ich erkannte es sofort. Wie ein Schatten ohne Gestalt, der über den Boden huschte, als es sich näherte. Aber es bot mir etwas Unwiderstehliches an, und so widerstand ich auch nicht. Es ist allein meine Schuld. Ich konsumierte dieses verfluchte Objekt. Ihr könnt meinen Nahrungsdrang zwanghaft nennen, wenn ihr wollt. Wir suchen einen alten Schrein. Da ist etwas drin, was wir brauchen. Und was genau habt ihr dort zu suchen? Es ist ein heiliger Ort, wisst ihr? Ein großes Werk der alten Wächter. Selbst wenn ich euch helfen wollte, der Sturm wird weiter wüten, während ich befallen bin. Und die Überschwemmung wird andauern und den Zugang verhindern. Nun, dann müssen wir wohl ein Heilmittel finden. Ah, ihr zwei? Sehr amüsant. Na gut, gebt euer Bestes, ihr Kleinen. Und wo... Bitteschön, wollt ihr damit anfangen? Wisst ihr überhaupt, was ich bin?
Ach, bla bla, wir haben hier schon alles mögliche verrückte Zeug gesehen. Oh, er ist nicht amused. Kirby, lass uns einfach gehen. Ja, das ist wahrscheinlich ratsam. Wir kommen wieder, mit Hilfe, vermutlich. Wartet. Ich habe eine Idee. Wie bitte? Ich kann dich kaum verstehen. Ich sagte, ich habe eine Idee, okay? Aber sie ist heikel und mehr als ein bisschen peinlich. Wisst ihr, es gibt ein bestimmtes Krustentier, das an diesen Ufern angespült wird. Die Goldauster. Man findet haufenweise davon in der ganzen Region verstreut. Sie sind wirklich abscheulich. Ekelhaftes Essen, von dem ihr schlecht wird. Aber genau das ist der Punkt. Ich glaube, wenn ihr mir genug von diesen Goldaustern bringen würdet, könnte ich dieses verfluchte Objekt vielleicht loswerden. Ich würde das natürlich selbst versuchen, aber ich fürchte, dass die kleinste Bewegung einen Wirbelsturm auslösen könnte, ohne Schlimmeres. Außerdem will ich es nicht selbst tun und ihr seid jetzt schließlich hier, um es für mich zu tun. Es ist also alles klar. Okay, Goldaustern. Braucht ihr eine schriftliche Einladung, um zu gehen? Wir sind hier fertig. Geht, verschwindet. Entweder helft ihr mir oder nicht. Aber geht mir aus den Augen oder so. Wow, wow, wow. Ich glaube mir dein Holz. Her damit. Ja, mit dem Holz. Lauft, Männer. So, wie viel Holz brauche ich denn noch? Um 16. Sind das 16? Ich glaube nicht. Aber da sind welche. Wir warten, bis unsere Freunde hier fertig sind. Sehr gut. So. Geht's hier rein? Ja, nein. Nein. Wo bist du, Kollege? Jetzt ist er da hinten. Ich glaube, ich bin. Ich hab ihn. Ah, er ist wieder da. Sehr gut. Ah, warte, vielleicht doch. Da hoch. Da hoch. Ja, sehr gut. Und noch einer. Schlau gemacht. So. Sehr gut. Baut die Brücke, meine Leute. Wir müssen hier rüber. Okay, da kann ich was schleppen. Da kann ich auch was schleppen. Ah. Sind es diese Goldaustern? Komm, letzter Mann. Sehr gut. So, jetzt gibt's richtig auf die Fresse. Austeilen. Sehr gut. Ja, mit der Apfel. Austeilen, los. Ihr steht doch daneben, meine Leute. Kann ich euch Befehle geben? Nein. Gut, macht ihr das. So. Gehen wir erstmal hoch. Vielleicht finden wir was. Was seid ihr für Dinge? Da oben sind neue. Macht sie fertig. Oder auch nicht. Vielleicht brauche ich die ja. Herkommen. Aha. Okay. So, was gibt es hier? Wieso spiele ich jetzt eigentlich immer mit der Kirby? Wie? Euer Ernst?
Dann schleppt einer bitte, danke. Da kommen wir nicht durch. Hier auch nicht. Hier wahrscheinlich auch nicht. Hier kann ich durch. Hier nicht. Okay. Gehen wir doch mal einfach mal da durch. Okay, wir sind da. Ah, das sieht doch mal gut aus. Sehr gut, sehr gut. Kommt. Wieso kommt da keiner? Komm, Wake. Wir haben hier was zu erledigen. Ah. Neue. Ich habe neue Stachlinge. Stachlinge sind für ihren stacheligen Außenpanzer bekannt. Sie sind zwar etwas langsam in der Fortbewegung, aber mit ihren nadelscharfen Widerhaken können sie hervorragend Kristalle zertrümmern und Schaden aus der Luft austeilen. In Gruppen können sie auch genetzte Oberflächen beschweren und bestimmte Vorrichtungen aktivieren. Ah, okay, zertrümmern Kristalle, Schaden aus der Luft und Dinger. Komm her! Oh, jetzt kann ich sogar 40 mit haben. Das ist geil. Nice, nice, nice. Hä? Kommt sie denn her? Okay. So, mach das kaputt. Okay. Zack, zack, zack. Schneller. Gut macht er das. So. Und das bringt mir jetzt was. Okay. Hier auch. Okay. Was passiert hier? Wo wird das hingebracht? Sind das diese Austern? Es ist nicht. Ah, die sind aber langsam. Ich glaube, das sind die Austern. Ja. Okay. Ach, ihr seid ein bisschen langsam, meine Freunde. Aber alles mit der Ruhe. 60. Ja, Mai. Das kann dauern. Oh, oh, es wird dunkel. Schneller, meine Herren. Ein bisschen schneller. Da. Legt es ab und kommt zurück. Los, 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 wir müssen hier weg. Beziehungsweise, wir können ja hier schlafen. Okay. Ich glaube, die Bomben lege ich mal ab. Das auch. Das auch. Okay. Essen wir erstmal was. Schlafen. Ja. Huch. Das kann dauern. Oh, Junge. Jetzt habe ich hier Erinnerungen von ihr. Ah. Hallo? Du bist doch die Grünhexe. Stimme im Licht. Meine Güte. Schau dich an. Wer bist du? Du bist müde. Entschuldige die Störung. Ich wollte nur einen Blick erhaschen. Schlaf jetzt, Kleines. Ja, Herrin. Komm zurück, Herrin. Okay. Zurückziehen. Alle. Sehr gut. Zuck, 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 zuck. Ja. Nicht zurückbleiben, die Herren. Wir müssen
Essen sammeln. Für unseren Meister. Falsch, hier 5, los. Uiuiui, das kommt auch an. Ich brauche mehr von denen. Sehr gut, sehr gut. So, ich kann das schwer machen, stand da, oder? Alle hin. Das war hier, okay. Ihr könnt es wieder herkommen, Freunde. Okay, es bleibt so. Wir nehmen hier. Ich dachte, hier ist ein Pfeil, aber es ist meine Maus. Wir holen schnell unsere Kollegen und dann gehen wir nach unten. Sehr gut. Haben wir noch Platz? Wir legen es doch gleich lieber ab. Sonst haben wir ein Problem. Weg, 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 weg. Wir brauchen mehr Platz. So, noch 40. Sehr gut, Männer. Und Frauen natürlich auch. So, da geht's. Ah, das können wir schwer machen. Okay. Da hoch. Nein. Da hoch. Sehr gut. So. Austeilen. Mitnehmen. Können wir hier was machen mit denen? Nix, 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 auch nix. Auch nix, auch nix. Ja, ich hätte einfach wechseln müssen. Hier? Nö. Okay. Mal herkommen. Ah, eine Falle! Miesen Schweine. Mach den fertig! Ah, das hat weh getan. Wo ist er? Wo ist er? Hä? Hier, hier, hier. Ah, Gift! Ich habe einen verloren. Ah, ich habe den anderen verloren. Ist das dein Ernst? Ah, ich habe nur noch 2. Ist das dein Ernst? Das hat wehgetan. Oh, was essen hier? Ja, damit komme ich jetzt nicht weit. So. Quatsch. Dahin. Dahin. Ja, das war's. Mist. Richtiger Mist. Komm, ruhig. Wir brauchen noch mehr. Hier hin. Macht das kaputt. Ah, da. Wir müssen welche wieder pflanzen. Dieser Typ da. Jep, wer damit? Wer damit? Wir brauchen welche, wir brauchen welche. Sonst kommen wir nicht weit. So, alle 3. Hier noch ein.
Ach komm. Alle drei, dann haben wir voll. B25 von 40. Wo ist der Rest? Oh, da hinten. Oh nein. Noch da. Es wird bald dunkel. Austeilen, austeilen. Kommt her, kommt her. Oh. So, jetzt können wir hier doch eine Bombe legen. Inventar. Verwenden. Ja. Dahin. Und? Reden. Weg hier! Ui! Ah, es war klar. Okay, es geht da hoch. Komm, Kirby. Was haben wir hier? Wo sind wir hier, Kirby? Okay. Ah, da oben ist eine Katze. Ich verstehe. Kommt, Männer. Okay, trag's weiter. Sehr gut. Ach, Kirby, was machst du denn? Mitkommen. Was ist das? Das wollte ich nicht machen. Okay, jetzt. Ja. Ah, verstehe. Du machst da weiter, Kirby. Kirby, wake. Ich gehe hoch. Und hol die Katze. Beziehungsweise. Jetzt verstehe ich. Kommt her. Sehr gut, Männer. Immer fest hier drauf. Und gleich haben wir es, gleich haben wir es, gleich haben wir es. Sehr gut. So. Die Katze. Perfekt. Wir haben es, wir haben es. Dahin. Okay. Alle mitkommen. Ich habe die Befürchtung, ich muss da hinten kämpfen, aber ich will da nicht kämpfen. Komm mit, Wake. Wir haben jetzt keine Zeit. Oh oh. Oh oh. Kommt's, Männer. Oh, wow, sie gehen drauf. Es müssen Opfer gebracht werden. Oh, oh, oh. Aufstehen. Und weiter. Ah! Den hat's zerrissen. Ah! Mir geht es gut.
Ich muss dich hier schleppen. Jo, mir geht's schon besser, danke. Ich muss vorsichtiger sein. Oh. Aber sowas von vorsichtiger. Oh, da sind ein paar Kristalle, die habe ich völlig vergessen. So, jetzt nochmal. Das kann doch nicht wahr sein. Los, 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 los. Immer drauf. Es tut mir leid. Jungs. Ich muss laufen. Ich muss immer laufen. Ihr macht das sehr gut. Steht auf. Und weiter. Ich muss laufen. Es tut mir leid, ihr Herren. Ah, da hat's wieder zerrissen. Steht auf! Ah, hat wieder viele zerrissen. Aber gleich haben wir ihn. Oh, es tut mir leid, Jungs. Zu viele geopfert. Eldenbirne, eine uralte Frucht mit außergewöhnlicher Heilwirkung. Noch eine. Ah, da oben sind welche. Oh, es wird dunkel. Die Herren, wir gehen jetzt schlafen. Wir brauchen auch wieder Verstärkung. Es hat ein bisschen die Leute von uns zerrissen. Aber hier, warte, das brauche ich noch. Nehmt es mit. Wir müssen hier weg. Jetzt aber schnell. Huch! So. Zurück. Gut gemacht. So. Keine Speichern mehr. Und ich denke, das war doch ein guter One. Bisschen riskant gerade alles, aber ja. Hey, erinnerst du dich, wie KLP sich mit KLC anlegte, weil Amanda S. eine Valentinskarte geschrieben hatte, die einfach nur an Kyle adressiert war? Oh, ah klar, KLP sprang in der Pause von einem Baum auf Kyle C. und ließ ihn Gras fressen. Er hatte den Rest des Tages noch etwas davon in den Zähnen stecken. Und dann stellte sich heraus, dass die Valentinskarte für Kyle T. bestimmt war. Wie viele Kyles sind's denn? Ah, zu viele Kyles. Ja, was für Gespräche. So, haben wir es doch gut geschafft. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und würde es schön finden, wenn ihr beim nächsten Part dabei seid. Und dann versuchen wir hier alle 60 Goldaustern zu finden für diesen Kev da oben. Damit er sich, wie er das formuliert, erleichtern kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.